Na dann, frohes Schaffen. Dortmund empfängt den VfB Stuttgart. Der Tabellenführer hat die Schwaben mit dem Aufschwung zu Gast. Mal sehen, wie dieses Freitagabendspiel endet. Flutlichtatmosphäre garantiert. Die Dortmunder Fans sind fast am Siedepunkt der Stimmung angelangt. Schiedsrichter ist Dietmar Schönlebe und die Dortmunder Aufstellung unverändert zum letzten Spiel. Kehl immer noch draußen, Gündogan weiterhin gesetzt. Götze natürlich wieder im Aufbautraining, aber nicht dabei. VfB Stuttgart lässt Serdar Tasci draußen, Niedermeyer und Massa in der Innenverteidigung. Kakao wieder raus, Ibisevic rein. Kakao diesmal gelb gesperrt. Anstoß für Dortmund von links nach rechts im gelben Dress. Stuttgart von rechts nach links. Ich würde sagen, das ist ein braun-dunkel-grün. Ja. Bender. Gündogan. Lewandowski, der Pole. Man wirft ihm ja vor, zu viele Chancen zu benötigen. Dennoch hat er viele Tore zum Dortmunder Tabellenplatz beigetragen. Massa. Usmanovic, Quist. Die Stuttgarter, wie gesagt, im Aufschwung. Harnik hatte mit Sicherheit seine Finger mit im Spiel, dass es den Stuttgarter momentan in der Tabelle so gut geht. Einer. Und Europa ist ja nicht mehr weit. Die Stuttgarter kommen ja mit Riesenschritten nach oben dran. Alle Konkurrenten vor ihnen patzen, außer sie selbst machen Dampf. Kuzmanovic jetzt vielleicht mal über außen. Schieber verliert den Ball an Subotic. Der klärt fürs Erste. Dortmund scheint da hinten keine Probleme zu haben. Bocker, Schieber, Flanke. Harnik nimmt direkt Tor! Unglaubliches Tor! Martin Harnik! 3-4 Spiele nicht mehr getroffen und dann so ein Ding! Aber da sieht Weidenfeller natürlich nicht gut aus. Die Dortmunder geschockt und konsterniert. Schöne Flanke und Harnik nimmt den Volley. Weidenfeller zu langsam unten. Da ist das 1:0 für die Stuttgarter. Jetzt mal sehen, wie die Dortmunder auf einen Rückstand reagieren können. Großkreuz. Schön geschickt, Kagawa. Spielt zurück zu Großkreuz. Der fast im Strafraum, Niedermeyer dazwischen. Solide Leistung von dem Schwaben in letzter Zeit. Blaschikowski mit der Ecke. Subotic aber zu hoch angesetzt. Abstoß für Ulreich. Weiter bei Ibisevic, aber der kriegt nicht richtig die Stirn dahinter, kann ihn nicht ablegen. Bender. Blaschikowski. Ah, und dann eine Fehlpass ins Aus. Das ist natürlich bitter jetzt. Mit der Einwurf Rodriguez, Kuzmanovic. Stuttgart hat jetzt natürlich alle Zeit der Welt, schon jetzt in der ersten Hälfte. Wir haben noch nicht mehr die Hälfte der ersten Hälfte gespielt. Und Stuttgart hat Zeit. Boca mit dem Verstolperer. Langer Einwurf, Subotic, Bender, Blaschikowski, legt in die Mitte, Gündogan, der Held von Fürth, Großkreuz, schön ausgelegt auf Schmelzer, Flanke, Rodriguez, dazwischen, Subotic, kann den Gegenangriff wieder aufbauen, Bender. Gündogan und Quist dazwischen, aber Gündogan erobert sich den Ball zurück. Fehlpass auf Sakai, gut aufgepasst. Kuzmanovic, Schieber, Boca schön mitgespielt. Die Stuttgarter halten den Ball jetzt im Mittelfeld. Dortmund steht da jetzt kompakt. Schmelzer. Nur dieser Einwurf hat sie bisher durcheinander gebracht. Gündogan. Bender.
Blaschikowski, Kuba. Dem fällt aber auch nicht so recht was ein, ihm wird nichts angeboten. Stuttgart steht da genauso solide hinten wie die Dortmund auf der anderen Seite. Kagawa. Großkreuz. Jetzt Blaschikowski, aber das ist schon Verzweiflung, würde ich sagen. Den aus der Position einfach mal so weit rüber zu hauen, also hört, hört. Hummels gewinnt das Kopfballduell, aber Kuzmanovic gut aufgepasst dazwischen, dann der Fehlpass. Dortmund wieder im Angriff. Piszczek. Der Held vom letzten Spieltag mit Vorlage und Tor maßgeblich an dem 6:1 gegen Köln beteiligt. Aber schön rumgedreht, aber Niedermeyer passt auf. Die Stuttgarter Verteidigung hellwach momentan. Und da läuft er durch. Schöner Ball jetzt auf Harnik. Der könnte flanken, Harnik. Ah, zu spät, Schmelzer davor und der klärt ihn fürs Erste. Quist wieder zu Harnik. Den zieht es jetzt nach hinten in die Mitte. Guter Ball auf Heinal. Wieder zurück zu Harnik. Dortmund stört nicht energisch genug. Kuzmanovic! Weidenfeller diesmal sicher. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es in der ersten Hälfte. Aber die Dortmunder, glaube ich, können da nichts dagegen setzen fürs Erste. Einfach zu konzentriert die Stuttgarter. Boka. Nochmal für die letzte Szene. Schieber. Flankt wieder. Schmelzer davor. Aber Harnik erläuft sich den Ball. Nein, doch nicht. Schmelzer davor. Halbzeit. Ja, das war letztendlich eine unspektakuläre Vorstellung beider Mannschaften. Bis auf das sensationelle Tor von Harnik in der 12. Minute nicht viel passiert. Dortmund wirkte verdattert nach diesem schönen Tor hier nochmal zu sehen. Kam danach nicht wirklich aus dem Pushen. Letzte Aktion dann noch Kuzmanovic mit diesem Schuss. Weiter geht's. Beide Teams haben nicht gewechselt, spielen so weiter. Stuttgart mit Anstoß. Quist. Schön rückgespielt auf Harnik. Zurück, Sakai, Quist. Dortmund steht erstmal hinten sicher. Sieht jetzt nicht wieder so ein schnelles Tor wie in der ersten Halbzeit. Schieber. Wieder in die Mitte, Kuzmanovic. Der läuft hinten rum. Alles gemächlich nach vorne. Und jetzt Gündogan dazwischen. Jetzt kann es mal schnell gehen. Viel Platz. Sakai wird mit aufgerührt. Großkreuz. Niedermeyer dazwischen, aber Großkreuz bleibt im Ballbesitz. Großkreuz könnte jetzt flanken. Schöne Flanke, aber zu nah an Ulreich Kasten gezogen. Der fängt den Ball sicher ab. Den schnellen Abstoß. Lisevic kann ihn mal wieder nicht kontrollieren. Subotic-Kawawa, Blaschikowski, Piszczek, Blaschikowski. Piszczek hat nicht richtig mitgedacht, kriegt jetzt aber den Ball. Wieder zurück zu Blaschikowski. Kagawa. Gündogan dreht sich mehrmals um sich selbst. Kagawa und Heinal dazwischen. Schön nach hinten mitgearbeitet. Vom kleinen Stuttgarter. Boka. Heinal. Und schon wieder haben die Stuttgarter Zeit. Dortmund kann sich das nicht mehr lange gefallen lassen. Dieses Hin- und Hergepasse der Stuttgarter. Bald muss von Dortmund da die richtige Reaktion kommen. Schöner Ball auf Schieber. Jetzt ist er mal durch. Schieber kann ihn nie mitlegen. Nein! Subotic dazwischen, aber immer noch Schieber. Schieber, Hummels, Schieber. Aber der Dortmunder hat danach das letzte Wort. Klärt den Ball fürs Erste. Boka versucht reinzuflanken. Subotic dazwischen. Kontermöglichkeit. Aber der Konter halt nicht schnell genug ausgeführt. Gündogan ist am Ball. Stuttgart ist schon wieder stabilisiert hinten. Sakai dazwischen, schön gemacht. So, und jetzt reagiert Klopp, bringt Kehl für Gündogan. Gündogan bleibt heute schwach. Kehl vielleicht mit seiner Erfahrung kann er nochmal was reißen. Kagawa. Niedermeyer klärt ihn.
zu Schmelzer. Aber Hanik dazwischen, schön verteidigt. Jetzt mit dem Konter. Hanik, der läuft. Keiner folgt ihm. Hanik zu schnell für alle miteinander. Hanik, jetzt muss er ihn nur noch in die Mitte rüberlegen. Hanik! Subotic dazwischen. Hanik immer noch am Ball. Die Chance lebt noch. Hanik. Quist. Und Kuzmanovic aus der zweiten Reihe. Naja, das hätte man besser ausspielen müssen. Hanik hätte darüber legen müssen. Dortmund wechselt noch einmal. Großkreuz auch heute enttäuschen. Perisic kommt für ihn. Und der ist ja immer mal für ein Tor gut. 20 Minuten sind noch auf der Uhr. Der Ballbesitz zeigt an, dass Stuttgart eben mehr davon hat. Aber was mit Sicherheit dem Zeitspiel zu schulden ist. Schöner Ball. Lewandowski, der fehlt jetzt natürlich als Kopf beim Anspielstation in der Mitte. Lewandowski legt ihn wieder raus. Perisic. Zurück zu Bender. Aber das ist hier zu sehr um den Strafraum herumgespielt. Da muss auch mal der tödliche Pass in die Mitte kommen. Kehl. Ach. Marzal dazwischen. Wegen seiner Torgefährlichkeit wurde Kehl mit Sicherheit nicht eingewechselt. Kagawa. Schön gedreht, Kagawa. Bender. Und der kommt dann mal zum Abschluss, aber letztendlich viel zu schwach. Leichte Beute für Sven Ulreich. Subotic reicht den Kopfball. Hummels fängt ihn ab. Bender. Viel Ballbesitz jetzt für die Dortmunder. Schmelzer. Schöner Ball, schön gesehen, dass da Bender mitgelaufen ist. Bender flankt, aber Massa wieder dazwischen, heute mit einem starken Spiel da hinten in der Verteidigung. Der Mexikaner fängt so gut wie jeden Ball der Dortmunder ab. So, jetzt die Schlussoffensive. 5 Minuten sind es gleich noch und Dortmund läuft vergeblich an. Noch nicht mal richtige Torchancen kommen da zustande. Jetzt läuft Blaschikowski sich da aus dem Wolf. Boca dazwischen, schön gemacht vom Ivora. Blaschikowski, Rodriguez wieder dazwischen, klärt. Der macht heute einen riesigen Job da, muss ich echt nochmal tun. Blaschikowski, Bender. Kagawa, Quist dazwischen und Niedermeyer haut die Kugel weg. Kompromisslos vom Deutschen. Nochmal Auswechselungen. Stuttgart wechselt zum ersten Mal aus. Gebhardt für Hanik und bei Dortmund kommt Barisch für Lewandowski. Taktik bestimmte Wechsel hier. Perisic. Kann Barrios jetzt nochmal den Umschwung bringen. Aber erstmal braucht Dortmund dafür den Ball. 90 Minuten rum, nur 1 Minute Nachspielzeit. Jetzt muss was kommen. Dieser Angriff muss sitzen. Perisic. Und da hauen sich die Stuttgarter gegenseitig um. Viel Platz. Niedermeyer kriegt den schlechten Pass von Perisic abgefangen. Und da hätte man wirklich mehr draus machen müssen. Piszczek. Versucht einzuwerfen, Quist dazwischen, Bender, Kehl, Blaschikowski. Der ist ideenlos heute, der rennt auf die Außenbahn und hat dann keine Ahnung, was er damit mit dem Ball machen soll. Kehl legt ihn ab, Bender nimmt direkt und Ulreich kriegt die Finger noch dran. Riesenmöglichkeit, das war vielleicht die Möglichkeit hier nochmal, den Ausgleich zu schaffen. Bender nimmt mit vollem Risiko den Ball und der hätte gesessen, da bin ich mir sicher. Eckball nochmal, Weidenfeller mit vorne, Schmelzer. Kehl kommt nicht richtig an den Ball, Kagawa, Bender vielleicht nochmal. Kehl, da muss er doch abschließen. Kuzmanovic schon dazwischen, Quist. Ich glaube, das ist es. Subotic, nein, das ist es wirklich. Stuttgart schafft die Überraschung, gewinnt hier 1-0 in Dortmund. Und das Pfeifen ist vielleicht halbverständlich, aber nach den letzten Aktionen der Dortmund in den letzten Spielen ist das eigentlich nicht fair. Stuttgart feiert sich zurecht und die Dortmunder müssen sich wirklich vorwerfen lassen, warum das nach vorne hin heute so schleppend war. Also die Stuttgarter Verteidigung war natürlich besser als andere Verteidigungen sonst, aber das geht durchaus besser. Damit schließt Stuttgart weiterhin auf die Europa League auf. Dortmund verliert im Meisterkampf wichtige Punkte von den Bayern, die jetzt morgen aufholen können. Damit bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal.